Hallo und willkommen, ich bin der Bernd und ihr seid hier bei www.rotoli.de. Heutiges Thema, beziehungsweise Thema in diesem Workshop, vielleicht habt ihr heute ja schon mehrere angeschaut, das Internet und Übersetzungen bzw. Wörterbücher. Man hat ganz oft die Situation, dass man irgendwas im Englischen oder Spanischen oder Französischen oder auch Italienischen oder was auch immer ein Wort sieht, liest oder es in diese Sprache übersetzen muss oder von dort ins Deutsche. Und da ist das Internet eigentlich das absolute Nonplusultra heute. Ich will also kurz die Seiten vorstellen, die ich kenne und die ich auch hier und da verwende, um einfach Wörter, die man jetzt mal so nicht weiß, zu übersetzen. Wir fangen mal an. Die Seite, die ich am häufigsten verwende, ist dict.leo.org. Man gibt hier ein Wort ein, sagt zum Beispiel Fußball, kann hier sagen, das ist ein deutsches Wort oder, also das ist vom Englischen Deutsche, Deutsche-Englischen. Man kann hier aber auch eine Verlinkung machen, kann hier verschiedene Sprachen auswählen, Deutsch-Französisch, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Chinesisch zum Beispiel. Ich gebe hier zum Wort ein, klicke auf Go und bekomme hier die Ergebnisse angezeigt. Links das englische Wort. Dann ist hier ein Lautsprecher. Wenn ich hier drauf klicke, wird mir das Wort auch vorgelesen. Rechts das deutsche Wort. Außerdem gibt es Foren, in denen man die einzelnen Wörter auch bespricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Installateur, dann kann es ja sein, gut, das Wort gibt es jetzt, muss man also nichts diskutieren, das ist ein Plumber oder ein Installer. Das kann man hier sehen. Also man kann Wörter, die jetzt nicht unbedingt irgendwo da reingeschrieben sind, nehmen wir mal Filigrandecke, das ist ein sehr fachspezifisches Wort. Da liegen keine Treffer vor. Also da geht dict.leo.org sehr schnell an seine Grenzen. Gehen wir weiter zu dict.cc. Das ist www.dict.cc. Geben hier wieder Fußball ein. Und bekommen auch hier gleich wieder die Ergebnisse angezeigt und auch aus welcher Gruppe die stammen. Jetzt geben wir hier mal Filigrandecke ein. Auch hier findet er keine Wörter. Er gibt aber Synonyme oder alphabetisch Ideen vor. Muffe, machen wir mal Muffe. Eine Muffe gibt es wieder. Also es ist ein Fachbegriff, kann man hier relativ viel rausfinden. Man kann hier übrigens auch einen Vokabeltrainer machen, für Leute, die gerne etwas mehr lernen möchten. Als nächstes haben wir www.ponsonline.de. Hier geben wir wieder ein Wort ein. Sonntagabend nehmen wir mal. Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch ist hier auch mit drin. Also Pons, sehr interessant, wenn man Polnisch was sucht. Dann bekommt man diese Sachen hier angezeigt. Auch sehr interessant. Dann gibt es unter www.student-online.net, da gibt es auch ein Wörterbuch. Auch hier kann man wieder ein Wort eingeben. Mahlzeit, Deutsch-Englisch, Deutsch-Spanisch. Geben wir das mal hier ein, Deutsch-Englisch, passt also auch wieder. Nächste Seite ist dict.tu-chemnitz.de. Auch hier kann man wieder ein Suchwort eingeben. Auch hier funktioniert, wie man hier schon sehen kann, ÄÜÜ und SZ. Abendbrot. Suchen wir das Wort mal. Man bekommt gleich hier gesagt, das gehört zu Abendessen dazu. It's a super evening meal. It's a supper. To have one's supper. To have one's evening meal. Whatever. Also man kann das hier auf Englisch sehen und man kann das hier sehr gut auf Deutsch sehen. Das haben die wirklich auch hier sehr gut
umgesetzt. Man kann sich hier die Beispielsätze anzeigen lassen, Synonyme, Erklärungen, direkt auf Wikipedia gehen. Also das ist schon ein sehr interessantes Wörterbuch, zumal das auch Portugiesisch kann. Dann haben wir noch Quick Dick. Das ist so eine Art Dictionary. Klicken wir mal hier auf Deutsch. Geben hier auch wieder ein Frühstück, geben hier ein Wort ein, suchen dieses Wort. Arbeitsfrühstück, Working Breakfast, Bauernfrühstück, A Hearty Breakfast. Also auch hier sieht man wieder Unterschiede zu den Seiten davor. Und last but not least, Entschuldigung, nehmen wir www.wörterbuch.info. Auch hier geben wir mal wieder ein Wort ein, sagen Taschenrechner, suchen wir das Ganze mal, bekommen das Deutsch-Englisch angezeigt, können ja auch auf Synonyme suchen, zum Beispiel, oder wie gesagt die Übersetzung, wir können uns das hier vorsprechen lassen. Taschenrechner. Calculator. Also interessant ist auf jeden Fall Calculator. Calculator. Das heißt, ihr könnt hier hören, wie spricht man das wirklich aus. Und das hat man bei Wörterbuch.info, muss man sagen, vom Sprachlichen her, sehr gut umgesetzt. Stoppschild gibt es so nicht, weil man mit 2P das machen muss. Das war also kein Versehen, das war Absicht. Ich wollte das nur ihm zeigen. Es gibt nämlich auch Wörterbücher, die würden das auch mit einem P verstehen. Wieder zum Anhören. Stop sign. Stop sign. Stoppschild. Ja. Ich würde sagen, Adressen findet ihr wie immer unter dem Film. Ich denke, das ist sehr interessant, wenn man weiß, dass es diese Option im Internet gibt und man heute nicht mehr teure Wörterbücher wälzen muss. Was ein entscheidender Vorteil hier ist, man gibt einfach nur das Wort ein, findet sofort das übersetzte Wort, findet Synonyme dazu. Das ist sehr gut, man findet Beispiele dazu. Man kann sich das vorlesen lassen, das heißt, man kann sich anhören, wie spricht man das denn aus. Und diese Wörterbücher, die online sind, werden natürlich permanent überarbeitet. Das heißt, ein Wörterbuch, das ich mir kaufe, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das jahrelang in irgendeinem Regal drin ist, das benutzt man auch tatsächlich viele, viele Jahre und es wird eigentlich gar nicht mehr überarbeitet. Ist klar, es ist ja in einer gedruckten Form. Also, Top-Alternative, Browser aufmachen, eine dieser Seiten aufrufen, einfach ein Gefühl dafür kriegen, das ist die Seite, die ich am meisten mag. Da macht man sich einen Bookmark zu, ein Lesezeichen und das war's dann auch schon. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin der Bernd und ihr seid hier bei www.rotodi.de.